Martin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Sims 4 Lucky Legacy Challenge. Und wir sind hier natürlich wieder bei unseren süßen Mausis. Und ich find's toll, dass ihr auch die süße kleine Maus so süß findet. Und I'm sorry, dass ich aussehe wie ein Opfer, aber mir ist es kalt, Leute. Ich habe jetzt keine Reaktion darauf bekommen, ob die nicht vielleicht doch ein bisschen töchteln sollten. Und ganz ehrlich, let's fucking go. Also, wenn sie jetzt schon so kokett betrunken ist, dann können die sich schon mal gönnen, oder? Aber zuallererst wollte ich trotzdem einmal randomisen, was wir hier tun. Und ich generiere jetzt einfach. Und das ist die Nummer 1. Wild. Wild auf jeden Fall. Was war dann das Erste, was ich eingetragen habe? Renovier dein Haus. Okay, also da werde ich jetzt aber nicht viel tun, to be honest, weil eigentlich gefällt mir das Haus so, wie es ist, ne? Also ich weiß gar nicht, was ich renovieren soll, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich mir das hier jetzt so mal anschaue, also ich finde es eigentlich süß, so wie es ist. Also wir können ja vielleicht hier noch irgendwie so ein bisschen was, so ein Bild hinhängen oder so, also so Kleinigkeiten einfach noch hinzufügen. Das ist ja trotzdem eine Renovierung, to be honest. Also ja, also ich möchte halt einfach nicht das Ganze hier verändern, weil ich finde es gerade eigentlich geil. Und ja, dann hängen wir da so ein Bild auf und das Kind hat eigentlich schon genug im Zimmer, to be honest. Ich weiß ja nicht, was könnte man denn hier noch schöner machen? Och, das überfordert mich schon wieder. Meine Güte. Da könnte man noch ein Pflänzchen draufstellen. Och, Leute. Hier, so toll. Ich habe halt ein bisschen neue Deko gekauft. So, ne? Das ist jetzt. Und da könnte man vielleicht auch noch mal so irgendwie ein Bild oder so hinhängen. Ja, ganz toll. Und oben könnte man hier noch irgendwas hin tun. Also wir haben jetzt ja nicht so viel Platz, ne? Ja, dann passt das so. Dann ist das jetzt unsere Renovierung. Ich weiß, es ist jetzt nicht direkt eine Renovierung gewesen, aber I don't know. Wir lassen es jetzt einfach dabei. So, die wollen noch ein bisschen Partystimmung und so. Aber ich würde jetzt einfach sagen, wir fragen unser Girl, ob sie... Nee. Wir laden die hier nicht ein. Aber sie ist ja jetzt so ein bisschen kokett betrunken. Und ich sehe es, dass sie jetzt einfach dann sagt und sie einfach fragt, wir haben betrunkenes Wuhu. So, mal schauen, was Carla dazu sagt. Sky meine ich in dem Fall. Und sie findet es gut. Also, ich bin gespannt, was daraus werden könnte. Ich weiß nicht, ob es so gut wäre, wenn jetzt irgendwer, also wenn jetzt nochmal irgendwie jemand schwanger wird. Aber ich würde jetzt auch nicht Nein sagen, aber wäre auf jeden Fall wild. Deswegen schauen wir einfach mal, was daraus wird. Wie geht's denn Moon? Moon geht's supi. Die Moon, die kann einfach ein bisschen spielen, weil, ja, die kann halt ein bisschen spielen, ne? What up? Die haben auf jeden Fall Spaß, das ist sehr, sehr schön. Es wurde nicht verhütet, ja, ich weiß. Sky war letztes Mal schwanger, ne? Dann müssen wir sie einen Schwangerschaftstest machen lassen, weil ich würde es jetzt schon gerne wissen. Oh Gott. Oh je. Dann schauen wir uns das mal an. My girl. Passiert da jetzt noch irgendwas, oder? Also, wie gesagt, ich hätte nichts gegen ein zweites Kind, aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn wir nur ein Kind bekommen würden. Deswegen schauen wir einfach mal. Sky ist nicht schwanger. Weil sonst hätten wir nochmal umbauen müssen, tatsächlich. Also tatsächlich umbauen müssen, weil wo hätten wir noch ein Kinderzimmer hin tun sollen? So, also die hätten sich das teilen können, aber das Zimmer ist jetzt so schon nicht groß in dem Sinne. Das wäre schon ein bisschen mies gewesen, ne? Aber so ist in Ordnung. Also, gut. Die hatten jetzt einfach ein betrunkenes Techtelmächte. Ich glaube, die waren sogar beide relativ total zufrieden. Also, das ist auf jeden Fall gut. Und sie fand das hoffentlich auch gut. Oh mein Gott. Sie fand es nicht gut. Sky fand es richtig geil. Und Carla war so, oh nee. Das ist schon irgendwie interessant, weil Carla jetzt in dem Fall diejenige war, die sich das gewünscht hat, so. Aber ja, sie möchte freundlich zu Sky sein, das kriegen wir auf alle Fälle hin. Wir möchten natürlich auch ein bisschen schauen, wie das hier mit ihren Wünschen und so aussieht. Und dann können wir trotzdem einfach mal eine dramatische Geschichte erzählen. Also es ist ja
Silvester. Da kann man schon mal ein bisschen miteinander interagieren, bevor das neue Jahr startet. Warte, heute hat jemand Geburtstag? Oh, Carla hat heute Geburtstag. Aber das habe ich mir vergessen. Oh mein Gott. Dann würde ich mal sagen, dass die süße Sky uns hier einen Kuchen backt. Für ihre Verlobte. Ich wollte gerade Frau sagen, aber das stimmt ja nun mal nicht. Wir machen... Oh, ich finde diesen Matcha-Tee-Kuchen, der sieht so lecker aus. Ich schwöre, der wird bestimmt, er würde in echt bestimmt richtig geil schmecken. Ich habe es noch nie gegessen. Aber ich würde es ausprobieren, to be honest. Deswegen macht sie das einfach für ihre Frau und dann, also Verlobte, as I said. Und dann mal schauen, was daraus wird. Dann feiern wir nämlich noch ein bisschen Geburtstag. Der Markt von Finchwick hat begonnen. Ja, okay. Interessiert mich jetzt nicht großartig. Bin ich ehrlich. So, sie hat Level 3 der Kochfähigkeit erreicht. Das ist auch schön. Wo stellst du den Kuchen hin? Oh mein Gott. Girl, ich möchte den da hinstellen. Weil sonst kann man da gar keine Kerzen drauf machen. Zack. Und dann, nein. Und dann bitte Kerzen drauf machen. Warum ist sie traurig? Oh, sie hat keine Lust mehr, mit den Karten zu spielen. So, dann Kerzen auspusten. Oh, wie süß. Oh, die haben jetzt ein Sentiment bekommen. Ich glaube halt, dieses absolute Verehrung. Und das ist so cute. Warum steht sie im Dings drin? Oh mein Gott. So kann man nicht Geburtstag haben. Entschuldigung. Oh mein Gott, wo ist sie hin? Das Alter, schrumpelige Bäuche, graue Haare und endlose Nickerchen warten. Feier, als stünde da sein Mann nicht gleich um die Ecke. Ja, unser Girl ist jetzt nämlich eine alte Frau. Wir tun ihr mal einen Kühlschrank. Und ich würde ihr eigentlich ein Umstyling geben, weil sie ist nun mal jetzt eine alte Frau. Ich weiß nicht, ob sie jetzt dann noch so rumlaufen würde. Ich denke, ihr seid dabei. Also ich meine, wir werden sie jetzt nicht mehr lange bei uns haben tatsächlich. Das ist jetzt schon sehr mies. Aber ich werde dir trotzdem ein Umstyling geben, weil wie gesagt, also ich denke nicht, dass sie so als alte Frau noch rumlaufen wird. Also das Outfit finde ich tatsächlich noch ziemlich passend so, aber wir schauen einfach mal. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, das war's schon. Also ich habe jetzt ja nicht viel geändert, nur halt so, ich finde halt, dass dieses Bauchfrei einfach nicht so zu Senioren und so passt. Deswegen habe ich jetzt halt gesagt, dass ich ihr halt eine neue Jacke gegeben habe, die aber trotzdem vom Stil her ja gleich ist und vom Farbschema her auch. Dann habe ich ihr hier diesen Hut entfernt, weil ich finde, der sah halt einfach zu jugendlich aus. Grundsätzlich eine Jeans. Und ein T-Shirt kann man natürlich trotzdem im Sommer tragen. Und diese Schuhe finde ich jetzt auch nicht verwerflich als Senior zu tragen. Also ich finde sowieso nichts verwerflich in dem Sinne. Ich möchte halt trotzdem nur, dass man sieht, dass sie jetzt eine Seniorin ist und nicht mehr eine Erwachsene oder eine junge Erwachsene oder so. Weil ich finde, es macht halt schon einen Unterschied. Und demnach muss man natürlich schon ein bisschen schauen, ne? So, Badeanzug fand ich noch gut. Das hier musste ich auf jeden Fall wechseln. Das war ein bisschen... Also, sie hat es natürlich als Seniorin trotzdem gerockt. Aber das, ja, sollten wir jetzt nochmal eine Party haben, kann sie natürlich so nicht rumlaufen. Also kann sie schon, aber ich finde das hier einfach ein bisschen passender. Da sehe ich sie. Ja, die Schlafkleidung habe ich halt noch geändert. Die fand ich halt auch... bisschen knapp, in Anführungszeichen. Also, ja, das hätte ich jetzt auch nicht so gesehen bei einer Seniorin. Und bei der Sportkleidung habe ich ihr natürlich auch das bauchfreie T-Shirt weggenommen. Und ansonsten
bin ich bei dem geblieben, wie es so war. Da finde ich nämlich, dass es trotzdem zu einer Seniorin passt. So, sie hat die Silvester-Aktivitäten schon fertig, sie nicht. Okay, aber genau, ich wollte ja schauen, die haben jetzt ja ein Sentiment bekommen, also so ein Gefühl. Absolute Verehrung, ich finde das so cute, ne? Carla möchte nur das Beste für Moon und findet sie einfach wundervoll und das finde ich einfach so, so schön, dass sie ihre Tochter einfach so sehr liebt. Finde ich sehr, sehr cute. Aber sie hat das jetzt auch abgeschlossen. Sehr schön. Das ist ja immer schön, wenn die hier ihre... das alles fertig bekommen, vernünftig. Dann geh auf Klo, wenn du so dringend musst. Sie beschwert sich die ganze Zeit, aber geht dann nicht. Was ist mit ihr? Ah, kann man das als Senior vielleicht nicht mehr so fühlen? Ich weiß es nicht. Das Romantikfestival ist in der Stadt. Finde ich an sich schön und ich würde da auch an sich hingehen. Aber A, haben wir ein Kleinkind. Das würde ich jetzt nicht so sehen, dass wir das jetzt ständig zur Tagespflege schicken würden. Und B, ja, es ist Silvester. Ich weiß nicht, ob die jetzt da so gerne jetzt noch krass außer Haus gehen würden. Weil ich denke, dass das so schon ganz gut passt. Wenn ich ehrlich bin. Level 2 der Denkfähigkeit. Oho. Hör mal, Moon. Du bist ja schon krass dabei. Ich würde sie, glaube ich, schon mal aufs Töpfchen setzen, weil es ist zwar noch ein bisschen hin, bis sie muss, aber wenn sie es kann, dann ist es gut, weil dann braucht sie nicht immer jemanden, der mit ihr dahin geht. Das ist nämlich sehr nervig. Marvin Myers möchte mit uns dahin, aber oh mein Gott, LGBT-Make-up finde ich gut, aber ich möchte trotzdem nicht mit dir zum Romantikfestival, danke. Oh mein Gott, Carla, wieso zerstörst du das Spielzeug von deiner Tochter? Es ist fies. So, Moon geht jetzt auf jeden Fall noch ins Bett. Sky chillt hier und schaut sich Silvester TV an. Was ist passiert? Vorsatz umgesetzt, okay. Ich dachte schon, what the fuck. Sie schaut sich auf jeden Fall den Fernseher von hinten an. Warum sie das tut, ich weiß es auch nicht. Setz dich hin, Girl. Und sie hat Hunger. Dann kann sie auf jeden Fall was essen. Und wenn Sky jetzt gerade eigentlich eh nichts zu tun hat, kann sie auch eigentlich aufräumen. Dann muss sie gar nicht Fernseher schauen. Die wollen hier die ganze Zeit freundlich miteinander sein. Das ist das Einzige, was sie sich wünschen. Das ist irgendwie süß. Lebensstil gewonnen. Enger Zusammenhalt freigeschaltet. Sims mit einem Lebensstil enger Zusammenhalt bevorzugen enge Beziehungen innerhalb eines kleinen Freundeskreises. Um diesen Lebensstil zu erlangen oder beizubehalten, sollte ein Sim Freundschaften zu einem bis drei anderen Sims pflegen und versuchen, diese Beziehungen zu vertiefen. Freundschaften halten länger, aber es ist schwierig, mit Sims mit niedrigem Beziehungslevel befreundet zu bleiben. Die Wahrscheinlichkeit, langfristige Gefühle zu Freunden aufzubauen, ist höher. Kann andere Sims bitten, Vertraute zu sein und verfügt über einzigartige Sozialaktionen mit Vertrauten. Wird angespinnt, wenn keine oder mehr als drei Freunde hat. So, die können sich jetzt gleich nochmal den Countdown ansehen. Nee, nicht sabotieren. So fies sind wir hier nicht. Countdown bis Mitternacht ansehen. Das jetzt bei ihr auch nochmal. So, damit ihr das dann gleich erreichen. Das ist so geil, dass die jetzt hier so random rumstehen, ey. Aber dann kommt gleich dieses Shushubi. Das ist immer so geil. Shushubi. Ah, ich lieb's einfach. Ich mag dieses Lied nicht. Sky scheint dieses Lied nicht zu mögen. Sollte sie eingestehen, dass sie Kinderkanal nicht mag? Ja, maybe mag sie es einfach nicht. Ist doch in Ordnung. Yay, Prost Neues. Und dann ist es ja so süß, dass die sich erstmal abknutschen. Ah. Lieb's. So, ihr Lieben. Dann Carla ist auf jeden Fall sehr müde. Deswegen geht sie definitiv schlafen. Und Sky gesellt sich einfach dazu. Oh, sie wird wieder besessen. Ah, vergessen. Silvester war erfolgreich. Woohoo. Moon ist sehr hungrig. Und sie müsste eigentlich mal baden. Deswegen muss ich Carla leider wecken. Ah, sorry, Girl. Sky kann gerade nicht. Wir geben einfach ein stinkendes Käse-Sandwich. Aber sie ist nicht ja besessen. Na gut, dann kann sie sich ja zumindest dann gleich um das Baden kümmern. Und außerdem würde ich sagen, dass sie aufhört, weil, ja, ist halt so, ne? Also, wir werden sie nicht mehr lange sehen und dann kann sie auch schon ruhig zu Hause bleiben. Dann baden wir Moon mal eben. So, sie, oh. Sie muss nämlich auf Klo, deswegen muss ich mal ganz schnell kurz das Töpfchen säubern, weil darauf würde ich nämlich auch nicht auf Klo gehen. Aha. Und wir müssen nochmal rollen. Wir rollen. Die 61. Bekomme einen Sonnenbrand.
Na gut, das erledigen wir dann am besten mit Carla, weil Sky würde einfach verrecken und das wollen wir nicht. Denn da jetzt auch Frühling ist, können wir uns auch definitiv sonnen, weil ich glaube, im Winter geht das gar nicht. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Aber die Sonne scheint, es ist zwar kalt, aber da kann man sich ja trotzdem sonnen. Ja, sie hat sich schon eine Windel gemacht, verdammt. Aber egal. Yay, 243. Das ist voll gut eigentlich für eine Rente. Also normalerweise kriege ich, glaube ich, viel weniger. Obwohl ich ein höheres Level habe. I don't know, was da abgeht, aber ich akzeptiere es. Moon kann jetzt das Täpfchen benutzen. Perfekt. So, und wenn sie dann damit fertig ist, kann sie sich sonnen. Wir können ja auch ein Fitnessbuch kaufen, ne? So, Bücher kaufen. Weil sie muss ja ihre Fitnessfähigkeit erhöhen. Und das wäre ja sinnvoll, wenn sie es tagsüber halt dann nicht machen kann. Weil wir könnten zwar ein Laufband oder so kaufen, aber ich weiß nicht, wohin damit. Deswegen kaufe ich einfach ihr so ein... Achso, wir haben schon ein Fitnessbuch. Wo ist das? Können wir das lesen? Hier. Dann soll sie es einfach lesen. Let's go, girl. Wieso macht sie das jedes Mal? Wieso kann sie als Kleinkind da auf Reparieren drücken? Excuse me? Wie soll das funktionieren? Ich will das sehen. Ich bin sehr gespannt. Sie lacht, okay. Ach so, sie kann... Ach so, ich dachte schon. Sie kann dann jemanden fragen. Hier, sie kann ja so ein bisschen den knuddeln und dann, ja, kann sie ja hier so ein bisschen stapeln. Ein bisschen spielen halt, ne? Wie man das so macht. Oh, und danach kann sie auch hier drin spielen. Weil das ist so süß. Hat Sky schon zu Ende gelesen? Mein Gott, wie schnell liest sie? Oder ist sie schon zu hohes Level? Amateurstunde. Oh, okay, dann können wir ja Band 2 kaufen. Hier, kaufen. Lesen. Fitnessband 2. Vielleicht hilft ihr das dann mehr. Weil wir möchten natürlich trotzdem, dass sie befördert wird. Also wir haben zwar genug Geld und so, aber trotzdem kann sie ja gerne erfolgreich sein in ihrem Job. Und Level 5 ist ja auch nicht mehr weit weg. Sie fühlt sich von der Sonne geküsst. Carla war lange genug in der Sonne, um schön braun zu werden. Ja, Girl. I'm sorry, aber du musst leider einen Sonnenbrand kriegen. Gerade mit den Tattoos ist das echt keine gute Idee, sich einen Sonnenbrand zu holen. Weil sonst pellt sich das so ab und das ist... Ja, im schlimmsten Fall... Verblasst hat das Tattoo krass so, ne? Oder verschwindet teilweise einige Pigmentorte extrem so. Und das ist halt sehr, sehr sad. Angebrannt. Wenn Carla noch länger in der Sonne bleibt, holt sie sich einen üblen Sonnenbrand. Oh oh. Girl, wieso liest du hier? Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Renn. Renn. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, sie stirbt doch jetzt nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Renn, renn, renn. Oh mein Gott, Alter. Imagine, die wäre jetzt gestorben. Oh mein Gott. Ich wäre gestorben. Einfach, wenn sie gestorben wäre. Oh mein Gott, Girl. Sowas kannst du doch nicht tun. Die muss danach auf jeden Fall dunkle Meditation machen. Das wäre nicht in Ordnung gewesen. Sie fühlt sich gefangen. Oh no. So, weil dann füllt sie wenigstens schon mal ein bisschen das auf. Dann stirbt sie nicht direkt, wenn sie rausgeht. Weil davor habe ich riesengroße Angst. Oh mein Gott. Sie glüht schon richtig. Hä? Das sah zumindest gerade so aus. Doch, sie glüht, oder? Oh mein Gott, das ist nicht so gut. Aber wir müssen es leider tun. No. Verbrannt. Leider ist es bereits zu spät für Carla. Ihre Haut ist verbrannt. Das kann nicht gesund sein. Aber irgendwie sieht man das noch gar nicht. I don't know, sie kann da ruhig noch ein bisschen bleiben. Und oh mein Gott, jetzt können wir gucken, wie süß die Masia sieht. Zeig mal. Oh. Oh, das ist so cute, ne? Auch, dass man darin pennen kann und so. Das ist so cute. I love it. Oh, jetzt sieht man es definitiv. Ja, also Sonnenbrand. Weil es so lange in der Sonne war. Aber Carla ist so lange in der Sonne geblieben und sieht aus wie ein Hummer. Nicht anfassen. Ja, Girl. Gönn dir was zu essen. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Hat sie irgendein Outfit, wo man das dann sehen würde? Nee, ne? Nee. Also klar, man sieht halt überall, dass es halt schmerzvoll aussieht, aber alles verdeckt halt die Stellen, die dann halt quasi noch weiß wären. Das finde ich ja sehr cool an Sims 4, dass wenn du einen Sonnenbrand kriegst, dass du halt quasi... genau sehen kannst, wo der Sonnenbrand sitzt, was du halt für Kleidung getragen hast. Das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Hätte man ja nicht unbedingt erwartet. Man hätte ja gedacht, dass dann vielleicht alles rot ist oder so oder nur bestimmte Stellen. Aber es ist ja wirklich so, dass du genau erkennen kannst, wo die Kleidung saß. Und bei Custom Content sogar, wenn halt die Meshes richtig erstellt wurden. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das ist ein Detail, was mir sehr an Sims 4 gefällt.
dass man erkennen kann, wo die Sims sich gebräunt haben. In was für einer Kleidung. Also, ja, genau. Oh, wir müssen noch die Deko abnehmen. Ich habe Lust auf einen neuen Job. Girl? Wie random kommt das denn? Also, ich denke nicht, dass wir den Job nochmal, also jetzt gerade wechseln. So random. Also, auch wenn das natürlich jetzt gesagt wurde. Da könnt ihr mir natürlich aber Bescheid geben, ob ihr wollen würdet, dass sie vielleicht nochmal wechselt. Mir ist es grundsätzlich egal. Weil das Geld ist jetzt ja gerade nicht das, was jetzt irgendwie... Also das spielt ja einfach keine Rolle aktuell. Und ich gucke jetzt gerade schon auf die Uhr. Wir sind schon eine Dreiviertelstunde im Part. Also, beziehungsweise so lange nehme ich jetzt auf. Und normalerweise nehme ich ja immer nur so 40 Minuten auf. Das heißt, wir sind schon 5 Minuten drüber. Ich finde, es ist schön, dass sich die beiden quasi versöhnt haben. Und wenn es nur durch ein Techtelmechtel war jetzt in dem Fall. Aber ich finde es schön. Und ja, Kalle hatte Geburtstag. Das ist natürlich auch eine Sache, die passiert ist, die auch viel beeinflussen wird. Ich bin gespannt, wie lange sie noch bei uns bleibt. Ich werde es auf jeden Fall nicht im MC Command Center nachschauen. Weil, also ich würde mich überraschen lassen, quasi. Auch wenn es mich sehr, sehr treffen wird, weil Kalle halt echt eine süße Maus ist. Warum ruft Markus Flex an? Was ist seine Mission? Er möchte einen neuen Job einschlagen. Na gut, tu das. Wir stehen ihm ja nicht im Weg. Ja, ich hoffe, dass es dann harmonisch erstmal weitergeht in den nächsten Parts. Und ja, in so 2, 3 Parts wird dann ja auch unsere Mausi zum Kind. Ich bin auch sehr gespannt, wie das dann sein wird alles. Aber wir schauen erstmal, was dann die Zukunft uns generell bringt. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Wenn ihr noch irgendwelche Story-Ideen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare oder in den DMs auf verschiedenen Plattformen. Ich bin offen, ich lese alles und ich nehme jeden Vorschlag entgegen und versuche es umzusetzen, so gut es geht. Ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!